Frau Ahadi, wer demonstriert denn da eigentlich gerade im Iran und warum? Montag haben tausende Menschen am meisten Basar ist auf die Straße gegangen und demonstrieren gegen die sehr schlechte wirtschaftliche Lage im Iran. Und zum Beispiel, das ist schon jetzt ein sehr großes Problem, wenn man Inflationen im Iran sieht oder Rial hat gar keinen Wert. Das bedeutet, funktioniert überhaupt nichts im Basar und auch das bedeutet, alles ist sehr teuer. Die Leute haben also sehr viel auch Rede gehalten in verschiedenen Demonstrationen oder haben wir auch Kontakt mit Menschen im Iran, die erzählen, wir arbeiten hier, wir kriegen unser Gehalt mit Dollar, aber wir müssen alles mit also Rial, aber wir bezahlen alles in Dollarwährung und das ist schon unmachbar. Irgendwie alles steht lahm und die Unzufriedenheit, Sie haben auch gerade gesagt, wir haben mit einer islamischen Regierung zu tun im Iran, alles mit Brutalität antwortet. Und gerade seit diese 2-3 Tage hat Hunderte festgenommen und auch wir haben alle Angst, dass in verschiedenen Gefängnissen diese Menschen werden brutal schikaniert und die islamische Regime hat sehr brutal geantwortet. Also wir haben gehört von Todesstrafe. Die Leute, die auf die Straße gegangen waren, haben gesagt, wir können nicht so weiterleben. Und die Antwort von Regierung ist Todesstrafe. Also das ist schon ein Dilemma. Das ist eine Sackgasse im Iran. Und ich denke, Weltöffentlichkeit sollte auch die Menschen helfen, die auf die Straße gegangen waren. Wo Sie jetzt davon sprechen, dass die Leute trotzdem immer weiter demonstrieren, so auch wenn sie unter Androhung der Todesstrafe. Wer sind das denn überhaupt für Leute, die da gerade demonstrieren? Also ich habe so den Eindruck, dass das häufig aus der Schicht der so Prekarisierten kommt, so der Arbeiterklasse, wenn man so möchte. Also dass praktisch die zum Beispiel beim Streik der Lkw-Fahrer und der Taxifahrer, dass da wirklich die im Grunde genommen einfache Bevölkerung auf die Straße geht und diesen Zustand einfach nicht mehr akzeptieren möchte. Ja, genau. Also wir sind ganz normale Menschen. Erstens, Arbeitslosigkeit im Iran ist sehr hoch und wenn Sie auch genau diese Videoclips oder Filme gucken, die aus dem Iran, verschiedene soziale Medien, man kann schon das sehen, junge Menschen, junge Männer am meisten sind auf die Straße die letzte Zeit. Aber schon seit 6 Monaten waren auch sehr viele Frauen auf die Straße und alle Menschen haben Probleme im Iran. Iran ist ein Land, das ist beispiellos. Menschen gehen arbeiten und 6 Monate oder 8 Monate bekommen gar kein Gehalt. Und das ist schon sehr, sehr problematisch. Und ganz einfache Menschen, Arbeiterstreik im Iran ist immer in Tagesordnung. Und gegenüber zum Beispiel Parlament in Teheran, es gibt immer wieder Demonstrationen. Und die Aufruf ist, dass wir möchten Freiheit, wir möchten ein besseres Leben und auch die also Kritik ist, dass das islamische Regime hat sehr viel Geld, zum Beispiel in Syrien mit Hezbollah in Libanon und auch hilft sehr viele terroristische Organisationen im Nahost. Das ist auch ein Aufruf. Seit 3 Tagen auf die Straße, man kann schon hören, Medien mit Diktatur, aber auch, also das ist ein Aufruf, Regierung sollte uns helfen, nicht sich einmischen in syrische Angelegenheiten zum Beispiel. Oder auch Korruption ist ein sehr wichtiges Thema im Iran. Also das wird schon gesprochen, Milliarden Geld. Also man weiß nicht, wo ist diese Geld, Milliarden Dollar, nicht real. Und dann, wenn man auch hört, also eine Person hat so viel Geld verschwindet oder auch das ist eine korrupte Person, aber er läuft weiter, er arbeitet weiter. Und das ist ein sehr großes Thema im Iran. Also Regierung ist total korrupt und auch das wird schon weitergehen. Aber wenn ein normaler Mensch auf die Straße irgendetwas macht, dann die islamische Regime ist so brutal und bringt diesen Mensch auf die Straße und hängt also gegenüber alle anderen Menschen. Das ist schon Todesstrafe auf die Straße, wird schon durchgemacht. Alle diese Probleme ist schon im Iran eine sehr, sehr wichtige Sache und auf meiner Sicht, Menschen im Iran möchten das islamische Regime abschaffen. Und das ist ein Protest, das ist eine Revolution gegen islamische Regierung. Mhm. Wo Sie jetzt gerade vorhin die Videos angesprochen haben, die aus dem Iran immer wieder kommen, also die man jetzt auch in den letzten Tagen immer wieder beobachten konnte, diese ganz großen Massendemonstrationen. Würden Sie denn sagen,
dass das, also wenn man sich die Proteste von vor ein paar Jahren anschaut, wo die Leute noch nach Reform, also für Reform praktisch demonstriert haben und weg von dieser schiitischen Hardliner-Linie. Und wenn man sich heutzutage die Videos anschaut, die von Demonstrationen, die aus dem Iran kommen, die Leute rufen halt nicht mehr nach Reform oder so, sondern die Leute wollen das Regime einfach weghaben. Die haben keine Lust mehr darauf. Und würden sie denn sagen, dass das islamische, also ich habe mich schon mit einigen Leuten darüber unterhalten und da waren viele der Meinung, dass das islamische Regime seinen 40. Geburtstag auf jeden Fall nicht erlebt. Wie sehen Sie das denn? Wie ist denn da so im Allgemeinen so der Rückhalt überhaupt in der iranischen Bevölkerung noch für dieses Regime? Es wirkt zumindest so, wie als wollte das niemand mehr haben. Richtig. Also ich denke auch, das ist richtig. Die Menschen haben es satt und haben auch verschiedene politische Richtungen irgendwie in Erfahrungen haben gesehen, das bringt gar nichts. Ich war also von Anfang an, das ist schon seit 40 Jahren im Iran ein islamisches Regime existiert und ich als eine Person war immer der Meinung, dieses Regime muss weg. Aber wir haben verschiedene Phasen gehabt und auch diese Reformisten oder auf meine Sicht auch europäische Regierungen haben immer wieder versucht erklären, islamische Regime ist reformierbar und da die sehr gute Geschäfte oder politische Beziehungen mit islamischem Regime gehabt haben, haben versucht immer wieder erklären, Rouhani ist besser als die andere Teil oder Khatami ist besser als die zum Beispiel Khamenei. Das war schon immer eine politische Richtung. Aber Menschen haben auch irgendwie mitgemacht. Aber in laufender Zeit haben die gesehen, das ist nicht machbar im Iran. Also beide Flügel von der islamischen Regierung sind brutal. Also gegen Frauenrechte, gegen Menschenrechte und zum Beispiel Todesstrafe ist schon auch bei Rouhani pro Jahr 800 Menschen werden hingerichtet. Und gestern haben eine 17-jährige Mensch hingerichtet im Iran. Das ist schon eine junge Mensch. Und dann, also das ist schon immer in Tagesordnung. Das heißt, auch wenn man über wirtschaftliche Lage redet, freie Meinungsäußerung und Brutalität im Gefängnis, alles ist so wie immer. Und die Menschen haben zum Beispiel vor 6 Monaten einen Aufruf gegeben, weder Reformisten noch die Hardliner, wir möchten gar keine islamische Regierung. Das ist schon also die Lage im Iran. Und also wir wünschen uns Menschenrechtlerinnen oder die Organisationen, die schon seit lange Jahren arbeiten wird gegen diese islamische Regierung, wir wünschen eine Revolution, dass das islamische Regime weg ist. Und also Iran hat sehr große Kapazität, eine säkulare, menschenrechtsorientierte Regierung haben und wir arbeiten daran. Diese Demonstrationen, die wirken ja, auf diesen Videos wirken die immer recht spontan, sage ich mal. Also, dass die Leute einfach auf die Straße gehen und eben ihre Unzufriedenheit formulieren. Gibt es denn im Iran noch sowas wie eine organisierte Opposition, die sich tatsächlich auch Gedanken darüber machen, wie ein Iran nach der Islamischen Republik aussieht? Oder ist das im Moment mehr so die Wucht der Spontanität, die da mehr so reinspielt? Also ich denke, soziale Medien haben sehr viel auch im Iran Menschen geholfen. Wenn Sie auf einmal sehen, in Teheran zum Beispiel Tausende sind auf der Straße, dann, wir wissen genau, es gibt Telegram oder es gibt soziale Medien, die Menschen kontaktieren und organisieren diese Demonstrationen. Auf einer Seite, natürlich im Iran, es gibt keine Möglichkeit, zum Beispiel Organisationen oder Parteien, also öffentlich arbeiten. Aber auf anderer Seite, jede Demonstration hat schon eine Organisation drinnen. Also ich habe Kontakt mit einigen Arbeiterbewegungen, die zum Beispiel, man kann mit Menschen reden, die alles organisieren. Und es gibt immer wieder Sitzungen. Das heißt, Iran ist ein Land, hat schon Kapazität nach islamischer Regierung. Diese Menschen, diese Organisationen, die jeden Tag auf der Straße sind, vor Frauenrechte, vor Kinderrechte, gegen Brutalität von islamischer Regierung, gegen Todesstrafe, Steinigung und alles. Und die haben schon, auf meiner Sicht, Kapazität, eine andere Regierung bilden. Auf anderer Seite, es gibt auch sehr viele Organisationen, Parteien, die im Ausland sind, weil könnten nicht im Iran bleiben. Es gibt linke Parteien, rechts und alles. Also Iran ist ein Land. Auf dieser Ebene hat auch sehr viel Erfahrung. Menschen haben sehr viel Erfahrung. Es gibt verschiedene Organisationen. Und ich denke,
nach islamischer Regierung, man braucht auch gar keine Sorge haben. Also das wird im Iran immer wieder islamische Regime versucht erklären, nach uns, nach dieser Regierung, alles wird so wie Syrien zum Beispiel. Chaotische Lage, aber ich behaupte nein, das ist nicht so. Und ich denke, wenn islamische Regierung weg ist, Syrien kann so wie Iran werden. Und ich denke, Menschen auf aller Welt, also Weltöffentlichkeit kann schon sehen, Iran hat sehr große Kapazität, so wie ich gesagt habe, eine sehr normale Regierung, demokratisch, eine menschenrechtsorientierte Regierung bilden, weil schon seit mehr als 20 Jahren zum Beispiel, dank dieser sozialen Medien haben Menschen sehr viel gelernt und auch sehr viel sich organisiert. Also ich glaube, das ist ja auch gerade im Westen immer eine große Angst, die man hat, so bei so revolutionären Umwälzungen, dass im Grunde genommen, profan gesagt, noch irgendwas Schlimmeres rauskommen würde. Aber es ist natürlich schon fraglich, was irgendwie noch schlimmer sein könnte als das ist als das jetzige Regime, was im Iran, was die Bevölkerung im Iran schon seit fast 40 Jahren drangsaliert. Kommen wir mal zur US-Regierung. Die US-Regierung plädiert ja im Moment für eine Wiederaufnahme der harten Sanktionspolitiken gegen das iranische Regime, also in Bezug auf Öl und auf Bankgeschäfte. Und glauben Sie, dass eine solche Politik der Sanktion das Regime weiter destabilisieren kann? Und würden Sie sagen, das ist notwendig, um das Regime wegzubekommen? Oder würden Sie sagen, die iranische Zivilbevölkerung schafft das auch so? Also ein Punkt vielleicht ist sehr wichtig. Die Westregierungen, USA und auch europäische Regierungen haben immer wieder islamische Regime geholfen. Das ist sehr wichtig. Das wird immer wieder gesagt, zum Beispiel, was kommt nachher. Aber die Westregierungen, wenn sie sich einmischen, dann verteidigen immer wieder reaktionäre Kräfte, nicht die menschenrechtsorientierte oder also moderne Kräfte im Iran oder auch andere Länder. So was Sanktionen betrifft, es gibt zwei Formen von Sanktionen. Eine Sanktion ist gegen zum Beispiel Revolutionwächter oder Militär. Das ist schon auf meiner Sicht okay, aber auf anderer Seite, wenn diese Sanktionen so brutal Menschen betrifft, also die Menschen im Iran haben jetzt sehr viel Angst, weil alles ist sehr teuer und auch natürlich islamische Regierung ist nicht in die Lage, etwas anderes machen oder die Lage verbessern. Das heißt, das betrifft auch Menschen, zum Beispiel Medikamente und auch die Situation von allen Menschen. Aber wenn Sie mich fragen, die politische Lage und auch also psychische Lage im Iran ist so, die Menschen haben gesehen, wenn die Westregierungen sich nicht so viel einmischen und die Regierung verteidigen, dann haben wir ein bisschen Luft. Wir können schon kämpfen und dieses Regime abschaffen. Also das hat auch eine Bedeutung jetzt im Iran. Und ich wünsche mir auch von europäischen Regierungen, sich nicht so einmischen, dass noch einmal also die islamische Regime stabilisieren, sondern sie sollen sich einmischen und die demokratischen Kräfte oder diese Bewegungen im Iran irgendwie helfen. Wir kommen nochmal zurück zu diesen ganzen Social-Media-Aktivitäten wie bei Telegram. Ich habe einige Bilder gesehen, also das ist schon ein paar Monate her, als der Protest der Lkw-Fahrer war und der Taxifahrer in Teheran. Da konnte man Bilder sehen von Mitgliedern der iranischen Polizei, die ihre Dienstausweise verbrennen und sich praktisch den Protestierenden anschließen. Und auch bei den aktuellen Protesten rufen ja die Demonstranten und Demonstrierenden zu den Sicherheitskräften, dass sie sich anschließen sollen, also dass sich die Polizisten, die Soldaten, die Revolutionsgarden und die Milizen sich ihnen anschließen sollen. Wie hoch sehen Sie denn da die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, dass halt wirklich irgendwann die, ich sag mal, etablierten Sicherheitskräfte irgendwann sagen, okay, wir schießen nicht auf unser eigenes Volk, sondern wir putschen jetzt praktisch und beseitigen dieses Regime? Also ich sehe, das ist schon möglich, weil sehr viele von diesen Milizen da im Iran gar keinen Job gibt. Also wegen wirtschaftlicher Zustand, die gehen dort und arbeiten mit islamischer Regierung. Und wir haben schon vor 6 Monaten gesehen, also wenn die Demonstrationen sehr groß waren, hunderte Städte und Millionen waren auf der Straße, haben auch einige von diesen Milizen angefangen, erklären, wir sind mit Menschen, mit unserer Bevölkerung, mit iranischem Volk zusammen. Also ich denke, je mehr islamisches Regime schwach wird,
Das werden wir auch sehen, dass mindestens einige von diesen Milizen auch kommen auf die andere Seite. Weil ich denke, jetzt auch, vielleicht haben Sie auch gehört, die Rede jetzt ist, Rouhani muss weg, zum Beispiel Präsident der islamischen Regierung. Und wenn das weitergeht und wenn die islamische Regime noch mehr schwach reagiert, dann wir werden schon auch diese Teil von Bewegung sehen. Und ich bin sehr optimistisch auf dieser Ebene auch.